choice, go fight against your fate. Du lebst immer noch. Du lebst immer noch. Stirb. Alter. Alter. Okay, ich wollte schon sagen, muss ich euch alle erlegen? Nee, ne? Es kommt direkt der nächste Kampf, pass auf. Oh Mann. Jetzt geht noch ein, kommt direkt noch ein Kampf. Oh Mann. Bitte sag mir, ich kann nicht brechen. Okay, jedes Mal, wenn du die Schicht des Widerstands eines Gegners bricht, erhalten alle Verbündeten eine bestimmte Menge an Schild. Oh Gott sei Dank. Ich habe nämlich niemanden mit Schild. Der Schild für alle absorbierten Schaden für alle Verbündeten, die Schildmenge entspricht der aktuellen Menge an Schaden, die das Schild absorbieren kann. Ich habe nur bedingt verstanden, was. Oh mein Gott, ich kann die gar nicht brechen, außer mit dem Hauptcharakter. So, du hast eine 3 darüber. Okay, ich nehme an, wir ziehen das jetzt hier durch und schneiden dann, ne? So, als erstes mache ich... Okay. Ich würde sagen... Okay, da war eine Menge Schaden. Ah, ich hätte erst mit ihr Dings tanzen sollen. Okay, war den hier? 624. Achso, ich dachte, das ist bei mir. Oh Mann. Ah, das war doof. Egal. Kann ich deine Musik überschreiben? No more time. Okay. So, also ganz habe ich das nicht verstanden, was der jetzt gemeint hat hier. Ich tue voll in den Schritt hauen. So, verrecken wir mal bestimmt nicht so schnell, aber na, ich muss auf jemand anderen hier. Oder soll ich auf ihn? Ja, auf ihn, ne? Oh mein Gott, das hängt jetzt alles davon ab, wie mein Hauptcharakter seinen Hut wirft, ne? Welche Gegner, die losgehen. Sogar 3000 Schaden gemacht, oder habe ich mir nur eingebildet? Kannst nicht 3000 Schaden machen, einige meine Charaktere haben nur 3000 HP. Ach, er hat 3 Schilde. Oh Mann, deswegen war der 3 über seinen Dingen. Boah. Ja, geh auf Fußschwan los. Oh mein Gott, ich kann den Kreis gar nicht sehen hier von ihr. Ich kann ihn gar nicht vernünftig sehen. Okay, ich finde aber, der hat schon mehr Schaden genommen als die anderen Kollegen. So, und wenn ich die angreife, wird er wahrscheinlich sowieso nichts bringen, ne? Tun wahrscheinlich sowieso respawnen die ganze Zeit, ne? Aber egal. Weiß ich das richtig, hat er nur einen Lebensbalken hat, dann auch wenn er 3 Schilder hat, weil sonst wäre ein bisschen einfach hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss den Schild halt nur irgendwie 3-4 Mal hier brechen, das ist halt das Problem, ne? Oh Mann. Das klingt nach Ultimate, was er gerade gemacht hat. Ich glaube, der setzt gleich eine Ultimate ein oder so. So.
Mama den ja, Mama direkt den ja. Ich soll irgendwas brechen rechtzeitig, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich soll die alle gleichzeitig erledigen, glaube ich, ne? Das schaffe ich noch nie im Leben. Ich war einfach nur. Okay. So, jetzt halt. So, mit Fußschwamm wird das schon überleben sein. Ne, da. Ja, geht alle auf Fußschwamm, sehr gut. So, zeig mal. Ja, war nicht der Ultim. Ist das dein ultimativer Angriff? Ich dachte, irgendein Mega-Angriff kommt jetzt. Wirkt mir nicht. Ich komme alle 1000 Mal hintereinander dran, ne? Das ist ein Problem. Und bis jetzt finde ich den Kampf nicht so schlimm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, vielleicht wird er irgendwie stärker, sobald ich den sein Schild komplett breche, ne? Irgendwie so weit. Ansonsten ist er noch ziemlich lahm gerade. Aber ich halt mal meinen Mund wahrscheinlich, ne? Aber jetzt ist er noch super chillig. Aber ich habe auch ein sehr defensives Team, von daher. Okay. Robin, ja. Boom. Robin ist das nichts dran. Kann unmöglich schon alt sein. Okay. Okay, Fushua nimmt schon Schaden. Das bedeutet, sie tut schon ganz schön viel Schaden absorbieren. Aber ich habe auch noch meine Heilerin. Oh. Ah, ich bin gebrochen. Ich mach dich nass. Oh, perfektes Timing. Er nimmt doch so viel Schaden, der Typ, ne? So, ich will dich, dann will ich für dich noch einmal, dann noch mal Fushuan. Ich sehe den Kreis nicht, ne? Okay, der ist am blinken. So, jetzt noch mal Robin, jetzt kommt jeder noch mal einen Zug. Kann ich die Dinger kaputt machen komplett, weil irgendwie sieht das nicht so aus. So, da habe ich noch. So, die Hälfte der AP haben wir schon. Ich will gar nicht erst versuchen, die zu bekämpfen. Die tun wahrscheinlich alle respawnen. Ich kenne das doch. Respawn der Gegner in dem Spiel sind viel zu weit nicht üblich. So, also weiter, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich will mal sehen, was passiert. Weil wenn die jetzt auch noch verschwinden würden, dann wäre es ja viel einfacher. So, warte mal, er hat auch Schaden genommen. Was? Jetzt hat sich ein Schaden mit den Dingern? Irgendwie machst du nicht Schaden. Also, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das hier ein Storyboss ist, ne? Aber ja. Da gehen wir einmal in Turin ja irgendwie viel schlimmer. So, ich mach's lieber so. Machen wir mal einen von euch kaputt. Ist so unfair, dass ich den Ring von ihr nicht sehen kann am Boden. Ich bin sicher nie, ob ihr Schild noch aktiv ist oder nicht. Nein, ich habe keine Dings.
Dich. Jetzt press. Guck mal, was passiert. Können wir einen von denen erledigen? Ich meine, wenn er sowieso Schaden davon nimmt, ne? Warum soll ich die nicht angreifen, ne? So, alle einen Zug bekommen, bitte. Mutter, da muss doch irgendwas bringen, die einen von denen zu erledigen, ne? Irgendwas. Wenn er sowieso schon von Schaden bekommt, ne? Warum soll ich die nicht angreifen? Kann ich ja lieber die angreifen als ihn. Aber da kommt noch eine Phase, da kommt sowas von noch eine Phase. Der hat noch keinen irgendwie ultimativen Angriff oder so eingesetzt, ne? Mit so Animationen und so. Das ist in dem Leben alles, was er drauf hat. Ja, guck mal. Au. Auf den Amboss auf mich zu droppen, ey. Das ist voll nervig. Warte mal, teilen die sich alle die AP? Die haben alle gleich viel AP. Ich glaube, die teilen sich alle AP, ne? Aber tun sich alle, auch der Boss. Ich glaube, die tun sich, ja, ich glaube, das ist wirklich, was hier passiert ist, was hier gerade passiert, ne? Die haben alle exakt gleich HP. Ist ja egal, auf wen ich losgehe. Na Gott, das ist ja egal, auf wen ich draufgehe. Obwohl, eigentlich sollte ich eher auf ihn losgehen, ne? Weil er so ein Schild hat, ne? Und wenn ich den Schild breche, dann kriege ich ja auch ein Schild oder wie auch immer das funktioniert, ne? Irgendwie so was, ich weiß es nicht. Also ich werde da nicht schon wieder drauf ankommen lassen, ne? Aber wenn das schon alt ist, dann war das ziemlich lahm. Kampf endet. Ja, Runde endet wahrscheinlich nur, ne? Was? Oh, ist er in seiner Superform? Ah ja, guck mal. Boah. Ja, ein paar ältere Charaktere wieder. Da hat man mal den Shogun von dem dritten Planeten gesehen. Der hat einen riesigen Stand. Was? Warte. Ich erinnere mich an gar nichts. Warum klingt dieser Satz so vertraut? Habe ich nicht die Sonne vom Himmel geschossen? War eine ziemlich schnelle Cutscene, so. Was ist passiert, wenn ich weggetreten war? Genau. Als man den dritten Planeten abgeschlossen hat, haben die uns irgendwie so als Vertrauensbeweis so ein Ding gegeben, womit wir die rufen können, ne? Und das haben sie ja eingesetzt, nehme ich an, ne? Da war sozusagen so die Flotte von dem dritten Planeten, die Janyo Lofu oder wie auch immer man ausspricht. Diese Weltraumstation, die irgendwie hier über so einen anderen Planeten ist, den man nicht offiziell betreten hat.
Und ja, der Typ, den wir da gerade gesehen haben, teilte LP. Dann sagt sie mir jetzt das. So. Ich kann immer noch nicht machen. Wir sind immer noch weiter. Machen. Ich ziehe das jetzt hier weiter durch. Ne, soweit. So viel kann jetzt hier nicht mal kommen. Habe ich so ein Gefühl. Ja, danke. Wenn jetzt erst sagt, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Habe ich gerade bekommen. Das ist ein Kampf gegen Zukunft in Harmonie 4 Figuren in den Start Schlaf eintreten. So, der Kampf war aber ziemlich lahm. Ich ganz ehrlich bin. Wenn ich den hier so direkt vergleiche mit dem von Aventurin, ne, welcher super brutal war. Hey, deine Companion Quest habe ich einmal aus Versehen gestartet. Irgendwie kam mir das voll gerusht irgendwie gerade vor, oder bilde ich mir halt nur ein, ne? Wir haben gegen den gekämpft, der Kampf war voll einfach eigentlich, ne? Hat zwar ewig gedauert, aber war voll einfach. Dann kam so eine zweisekündige Cutscene, so, oh, wir sind auch hier, blah, stirb! Und dann sind wir eingenickt, oder aufgewacht. Da kam irgendwie sogar so gerusht irgendwie rüber, oder bilde ich mir halt nur ein. Ne? Kannst du mal ein bisschen schneller reden? Mich regt das voll auf, dass die so langsam am Reden ist, ne? Ich muss immer verführerisch klingen. Wir gehen das jetzt hier weiter auf Pinakone. Kann doch nicht alles gewesen sein, oder? So komplett alles, ne? Sparkle ist ja noch am Rumlaufen hier, ne? Sie ist irgendwie der einzige Charakter, der ja noch am Rumlaufen ist. Der jetzt noch eine Bedrohung sein könnte, ne? Habe ich so ein Gefühl. Galaga ist ja cool, ne? Oh, die Krokusstatue kann ich wieder. Weil ich Drogen geöffnet habe, ne? Keine Ahnung, Galaga ist ja nicht mehr böse, ne? So wie wir rausgefunden haben, ne? Aventurin haben wir erledigt. Oh, okay, da mache ich auf Screen. Ja, stimmt, den müssen wir auch mal ausprobieren nochmal. So, dann hängen. Dann hang, den wir gerade gesehen haben. War da gerade Robin? Oh, wobei. So, dann hang. Ich glaube, das habe ich noch. Ich habe mich das schon mal erwähnt, ich glaube ja, ne? Dan Hang, also der Kollege ja vom Express, ja, unser Kollege, der hat noch eine andere Form, und zwar hier einmal Dan Hang, ne? Der, ja, Dan Hangs wahre Form aus seiner Wiederhadra-Abstammung. Der ist sozusagen eine wiedergeborene Version von so einem Drachenältesten. Da ging es mehr oder weniger so ein ganz kleines bisschen drum. Auf dem dritten Planeten, also auf der, ja, yeah, auf diesen hier, die Zhanzhou Lofo, so heißt er. Das ist sozusagen, ja, hier hat alles begonnen, auf der Hertha Raumstation, dann Yarilo 6, da war der erste Planet. Und da hat jetzt so ein riesiges Luftschiff, der über einen anderen Planeten war, ne? Und da war mehr oder weniger so der dritte Planet, ne? Und wir sind gerade auf dem vierten Planet Pinakone. So. Und ja, da haben wir den General getroffen, dieser Typ hier, der mit diesem riesigen gelben Stand, ne, weil das war so der General, der Anführer von den ganzen Vereinen da, den wir getroffen haben und geholfen haben. Und ja, ich nehme an, die haben wir gerade zur Hilfe gerufen. Ich dachte, die EFK haben auch zur Hilfe gerufen. Und die sind irgendwie nicht aufgetaucht. Baby, wer bist du und warum sendest du die Leute?
Wer bist du und warum nennst du Leute abends kleines Ding? Wo kommst du auf einmal? Stimmt, wir haben den noch gar nicht getroffen. Hier kommt da so was von gleich noch so ein kleiner Teaser oder irgendwie so was, ne? So was als nächstes kommt, ne? Wie vor Wetten. Familie ist ja auch noch irgendwie hier gerade am Gange, ne? Ich nehme an, der Uhrmacher hier, dieser Typ, der die ganze Zeit als Rabi rumläuft, ist bestimmt der Endboss hier, ne? Oder Sparkle? Aber bitte lass es Sparkle sein, ich will mehr von Sparkle sehen. Ich muss noch ihre Companion Quest machen. Ja, ich werde auch noch aufnehmen. Komm schon, mach es nicht so spannend. Kann er sich nicht mal an Achorn erinnern? Hey, ich hasse es, wenn sowas passiert. Das ist letztens in Genshin auch passiert. Wir haben uns endlich mit unserer Schwester wieder getroffen. Auf so einer einsamen Insel. In so eine Welt im Zwischenreich, was weiß ich. Haben voll die nette Unterhaltung gehabt, wie sehr wir uns gegenseitig vermissen. Und dann am Ende droppt sie einfach so, nachher übrigens, alles, was wir ja gerade besprochen haben, wird aus unseren Erinnerungen gelöscht. Und ich so, was? Ich hoffe, wenn sowas passiert. Also Leute haben jetzt vergessen, wer Achorn ist. Ist das hier, was jetzt hier gerade abläuft? Was ist, wenn sowas passiert? Hm. Muss ich hin? Einfach nur hier, okay. Okay, ich fand den Kampf gerade immer noch relativ lahm, wenn ich ganz ehrlich bin. So, da ist der General. Der Shogun, genau, heißt der japanischen. Ja, ich bin mal Kehle die ganze Zeit. Mit einem Rumlecken meine Zunge von innen. Sorry. Da haben die Schiffe der IFK benutzt, oder was ist da passiert? Wir sind aber nicht fertig hier auf Pinakoni, ne? Das sieht nämlich hier schon so ein bisschen aus wie Finale, so. Wir sind ein Fushuan. Die ist doch so die zweite im Kommando hier von den ganzen Vereinen. Ne? Müsste doch eigentlich auch eher sein dann. Yo. Ich tue, was ich kann. Was ist denn eigentlich mit dem Harmoniefest jetzt passiert?
Normalerweise ist das Spiel doch immer so, oh, währenddessen ist das passiert. Oh, ihr wollt doch bestimmt wissen, was jetzt noch passiert ist, ne? Ich finde, man könnte die Charaktere trotzdem spielbar machen, auch wenn die tot sind oder wenn die irgendwie, weil nicht. Ja, wenn die nicht mehr da sind, so das gleiche ist, aber wenn es keinen Grund für die gibt, irgendwie da zu sein als spielbare Charaktere, aber so egal. Ja, den Genshin Impact gibt es hier Aloy von eine Spielserie, deren Namen ich da und vergesse, wo man gegen Maschinen kämpfen muss. Das ist nicht Topaz auch hier? Wo ist die eigentlich? Die ist einmal kurz aufgetaucht, so hey, ich bin auch ein Charakter, und dann haben wir die nicht mehr gesehen. Wir sind ja noch nicht fertig. Bei Glühwürmchen soll ja dreimal hier sterben anscheinend, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt schon fertig sind. Ich warte nur schon auf eine Cutscene, die mir irgendwie wieder so einen kleinen Spoiler gibt oder so, was nicht so ein Spoiler, so ein to be continued Szene. So mit Galaga letztens ein paar Monaten. Nein, du hast einfach keinen Bock hier in der Story zu sein. Der hockt immer im Zug, ey. Und dann, wenn es brenzlig wird, taucht er immer nur auf und sahnt ab. Du kommst du mit oder hast du andere Pläne? Irgendwas sagt mich, sag ich keine Wahl ab. Topaz. Aventurin? Warte mal, was? Ich dachte, Aventurin ist tot.
Hallo? Einfach so? Okay, anscheinend ist er nicht tot, ganz offensichtlich. Oder warte mal. Oder ist er nicht tot, weil die Leute sich nicht mehr an... Weil die Leute sich nicht mehr an Dings erinnern, an Acheron. Ich muss unbedingt gleich mal einen Ort besuchen. Ich muss unbedingt gleich mal nachschauen. Ja, ne, ist Aventurin wieder am Leben, weil die Leute Acheron vergessen haben. Und damit wurde er mehr oder weniger nie getötet. Ist das, was hier gerade passiert? Bedeutet das, dass Aventurin nicht umsonst verletzt wurde? Heißt? Aber ich bin doch jetzt hier nicht am Trippen, oder? Ne? Wir haben doch gesehen, wie er als letztes hier in diese komische Nachlebenswelt gewesen ist, ne? Durch Acheron, ne? Als sie ja mit ihrem Schwert hier die Dimension zerschnitten hat, ne? Und der ist dann da weg, der ist dann einfach normal gelaufen, ne? In das Ding rein, ne? Ich dachte, er war symbolisch so dafür, dass er gestorben ist oder so. Aber anscheinend nicht. Oh. Scroll um. Das ist ein Charakter, von dem ich hoffe, dass er irgendwann auch mal spielbar ist. Ich hoffe, er wird auch irgendwann spielen. Der Typ ist schon seit Ewigkeiten im Spiel. Der Typ ist nämlich hier auch genau wie Dr. Ratio hier oder Dr. White. Er ist auch hier so ein Mitglied von diesen Superhirnen, ne? Und der Typ ist schon seit Ewigkeiten im Spiel, so ein Cyborg-Gentleman. Und ich hoffe, der wird irgendwann auch mal spielbar sein, weil dem will ich auch. Das ist auch einer der Charaktere, die ich unbedingt haben möchte. Falls der irgendwann spielbar wird. Und ich hoffe, er wird irgendwann spielbar. Er sieht detailliert genug aus, um spielbar zu sein. Es gibt keinen anderen Charakter, der so aussieht wie er bisher. Also hoffentlich. Er sieht detailliert genug aus, um wichtig zu sein. So. Letztendlich. Wie kümmern sich nicht mehr um simulierte Universum? Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist der beste Modus im Spiel. Ich hoffe, da war jetzt nicht so eine Andeutung, so, wir werden nicht mehr simulierte Universum erweitern. Das ist einer der Endgame-Modus in diesem Spiel. Der macht voll Bock. Das ist so ein Roguelike-Modus. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Wenn ich irgendwie neue Charaktere erstmal ansammeln will, um mich da wieder auszutoben. Und ich will nicht alles da erledigt haben. Und dann habe ich irgendwann neue Charaktere und ich kann nichts mehr mit dem machen, weil ich kein Endgame-Modus mehr zum Spielen habe, ne? Okay, ich habe überhaupt nicht zugehört. Gut, alle gewinnen. Ich sehe voll, mein Charakter sieht voll aus, als wäre der verwandt mit Welt. Ne? Pinocchio
Ich dachte, jetzt kommen wieder so fünf Dialogoptionen, so wie steht's hier rum oder was passiert mit dieser Person oder so, weil ich ja da sofort übersprungen, genau wie in Final Fantasy 7 immer, wenn mir Leute irgendwie erklären wollen, na, soll ich dir erklären, worum es in diese Quest geht, und dann sage ich einfach als Cloud, nein, ich habe sie angenommen. Was? Gehen wir echt weg hier von Pinakuni? Sind wir echt fertig hier in Pinakuni? Was mit Sparkle? Was mit den ganzen Knöpfen, die sie verteilt hat? Ich glaube nicht, dass wir ja fertig sind. Sparkle läuft irgendwo nur herum. Okay. Ich glaube das irgendwie nicht so. Ja, jetzt wurde er schon gesagt, ist er noch auffälliger. Happy Ending. Bin ich gerade am Träumen? Alle sagen irgendwie so, oh, ich bin da voller großer Held, alle tun mich voll bewundern, aber in Turin ist noch hier. Das ist ja gerade so super verdächtig. Sind diese Vögel auch hier schon immer am Fliegen gewesen? Das ist gerade hier so... Das ist ja alles gerade super verdächtig, ne? Ich traue dem allen hier noch nicht. Irgendwas läuft hier. Ich weiß nicht, was hier gerade läuft, aber irgendwas läuft hier gerade. Okay. Oh, bitte, Punk Lord. Dass der Planet von dem Silberwolf kommt. Dieser Hacker-Planet. Okay, seid ihr jetzt auch Mitglieder hier, oder was? Ja, Bote, was machst du denn hier? それは私が説明するわ。ブートヒルとブラックスワンはそれぞれ事情があって。もう現在進んでるの？列車のみんなに同行したいと言ってきたの。ちょっと別の2つ目はその、今回はまあ、ちょっと9番の列車に。先行列車はこれまで遠くに向かう旅人を拒んだことはない。これ全然はその、バージョン 3.0 一気に列車が賑やかになりそう。でもブラックスワン、列車の中ではメモキーパーの力を使っていたずらしたりしないでね。わかったわ。美月さんが寝ている間にあなたの部屋に現れたりしないって約束する。え、怖いんだけど。いやね、warum schließen sich eigentlich nicht Leute in uns an, weil das ist auch perfekt eigentlich, ne? Wir nehmen mal einen Charakter von irgendeinem Planeten mit, aber doch voll geil. お前らがピノコニーの真実を暴いていなければ、俺はもう二度とミハイルたちのその後を知ることができなかったじゃろうか。 Warum kommt mir gerade zu Happy Ending vor, irgendwie gerade? Wurden wir schon in denen seinen Traum eingefangen von Sonntag? Okay. Oh, ist ja ein Planet.
Ich bezweifle, dass ich eine Wahl ab. So läuft dieses Spiel nicht. Also Wasser hatten wir schon im zweiten Planet mehr oder weniger. Glasplaneten. Das sind dann alles Planeten, die wir irgendwann besuchen werden? Weil die droppen ja auf einmal voll viele Planeten. Einige davon werden wir nie wieder hören, wahrscheinlich. Oh, ich glaube nicht. Pff. Der zweite klang ehrlich gesagt ziemlich cool. Ne, da wo die erste Dings Stellaron-Krise passiert ist. Ne, ich kann mich nicht entscheiden. Die Wahl wird mir sowieso abgenommen. Da müssen ja irgendwie für jede Wahl irgendwie eine andere Version programmieren. Das geht doch gar nicht. Ich hasse Demokratie. Ja, nicht Demokratie. Ja, doch Demokratie. Also sind wir jetzt einfach hier fertig? Okay. Ich glaube nicht, dass wir ja schon weiter springen, weil wie ihr euch erinnert, wir haben ja irgendwie, wo sind wir überhaupt dann Hang da? Wie ihr vielleicht wusstet, ne, als ich dieses Let's Play angefangen haben, da haben wir ja mit so einem Warpsprung begonnen. Ne, da war der Anfang der nächsten Version. Bitte lass diese Reise ohne Zwischenfälle verlaufen. Also ich hatte Spaß. Gerade hat er mich angemerkt, Bote, was machst du mal mit meinem Pornograph? Ich weiß, er ist Phonograph, aber ich nenne ihn immer. Okay, hier heißt der Grammophon. Im Englischen heißt der Phonograph, aber ich nenne ihn immer Pornograph. So, Bote. Wir haben Kaffee. Himiko steht auf Kaffee. Der Raum riecht sogar nach Kaffee anscheinend. Wir sind ein Zug ab für Menschen. Auf keinen Fall, wir sind ein Zug ab für Menschen ab 12 Jahren. Ist dieses Spiel ab 12? Ist dieses Spiel ab 12? Das Spiel ist ab 12, ne? Lass mich mal kurz gucken. Eine Sekunde.
Steht da nicht. So. So, warte mal. Ich muss trotzdem hier. So, nein, jetzt bin ich so oder so. Egal. Ich sehe mir kurz Kaffee nicht stark genug für dich. Wieso oder so im Aber wo trinken? Lass mich auch mal kurz mal trinken. So, boah, ich muss ja mit jenen reden. Wenn ich mich nicht irre, dann haben wir gerade den Erfolg bekommen für die Story Quest, ne? So. Okay. Welche Quest befinde ich mich hier gerade? So, und am 8. Tag. Welcher Quest befinde ich mich hier gerade? In unsere Zeit. Ha? Das ist alles so verdächtig gerade, ne? Ja, weil du immer auf den Zug rumhängst. Ich trage dich immer in meine Herzen. Du musst mit uns von Bord gehen, wenn wir unser Ziel erreichen. Ja, der hockt immer irgendwie auf dem im Zug. So, Welt. Kimi wa dondon yūshū na kaitakusha ni natte iku na. Sono seichō o chikaku de mirarete, ore mo ureshi. Bin einfach klasse. Kimi wa hontou ni sugoi. Ore no kokyō ni wa ooku no senshi ga itan da ga. Kimi no you ni seichō dekiru mono. Ich bin aufgewacht und habe Gewalt gewählt. SQ ni nareru daro na. Das erste, was ich gemacht habe in dem Spiel, als ich aufgewacht worden ist, ich habe einen Baseballschläger genommen und habe auf Monster eingehauen. Also wortwörtlich wie ihr Spiel angefangen hat hier mit meinem Hauptcharakter, ne? Nachdem ich von Kafka und Silberwolf hier erschaffen wurde. Ich hoffe, wir können eines Tages noch einen Trailblaze machen. Ich glaube übrigens auch, aber gerade von früheren Trailblazern geredet haben, ne? Ich habe nämlich gesehen, wenn man das Event hier nämlich spielt, ne? Da kriegt man ja hier so einen Lichtkegel, ne? Und den kann man sich ja mal angucken, ne? Und ich glaube, die Leute, die da drauf sind, sind alles hier die Trailblazer, die früheren, ne? Weil das in der Mitte sieht aus wie der Uhrmacher. Und da ist Pompom unten links, ne? Ich glaube, rechts ist Galaga. Ich glaube, das sind nämlich die früheren Trailblazer. Ja, aber da müsste ich erstmal eventuell spielen können, ne? Aber da muss ich mal noch voll weit sein, irgendwie. Aber das Spiel lässt mich ja nicht. Warum ist die Musik gerade so gruselig? Irgendwas ist hier doch gerade los, ey. Hier scheint nicht vollständig geklärt worden zu sein. Ja, ne? Es wäre ein mechanischer Gott vom Himmel herabgestiegen. Ich glaube, ich werde bei dem nächsten Umfang zum Gameplay das Kästchen zu leicht ankreuzen. Hier scheint nicht vollständig geklärt worden zu sein, oder? Was ist mit Sparkle? Was ist mit dem Uhrmacher, ja, den Typen, der als Rabe die ganze Zeit da durch die Gegend fliegt? Was mit den Knöpfen, die Sparkle alle verteilt hat? Schicksal, sorry.
Oh, stimmt, hat sie mir irgendwann mal gegeben. Ja, ich erinnere mich. Ich habe sie nicht kaputt gemacht. あなたの唯一無二の価値を見た。さっきのパンプクさせるような記憶を作り出せる。その記憶は宇宙の未来の方向性を映し出せるの。そしてその記憶はこの窓から見える星々のように輝くことでしょう。 Das ist mir peinlich, damit ich weiß, ob ich kurz vor dem Aufstieg stehe. Deshalb willst du meine Erinnerung sammeln? そのとおりよ。でももっと深い理由があるの。それが何かわかるかしら。簡単な話よ。それはファミリーの華やかながらも虚しい夢の中で全てを見届けたのがあなたただけだから。 Was meinst du damit? Hör auf, ein Rätsel zu sprechen. Ja, wann irgendwann an den Südbegleitung? Ja. Ich muss schon sagen, wir verschwinden ja hier anscheinend. あなたの友人たちを見てみなさい。彼らは次の目的地のことで気持ちが高ぶっていて、現在と未来に対する期待に。 Dieses Spiel muss noch geupdatet werden. Das muss ich noch jahrelang ziehen, so wie Genshin. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen ja schneller voran als in Genshin. Das Spiel ist das ein Jahr raus. Da muss man sich mal geben. Genshin ist 3-4 Jahre raus. Dann sind wir schon im 5. Gebiet erst. Wir sind ja schon im 4. Planeten. Nach einem Jahr.
Gute Nacht, Geschichte. Gute Nacht. So, jetzt das letzte Mal die Quest in Genshin Impact. Warum redest du die ganze Zeit, als würdest du mit mir schlafen? Warum? あの空っぽの公園水であなたをもてあそんだわびとして一つ言葉を送ってあげる私にとってとても重要な意味を持つ言葉を生命は一つの迷宮記憶以外私たちには何もない しっかりと刻んでおいてね。古伯暦2158期。紀元元年。宇宙は再び本来の軌道に戻った。陰謀の火種は夢の地。 ピノコニーでくすぶっていた。クリファーはさえならエアンですね。大きく燃え上がる前に、クリホトの金床で火花となり、瞬く間に消えた。死すべき者と死者は眠り続け、聖者もぐっすりと眠ることができる。全員が無言の大声を上げ、それぞれ思い思いのことをする。 銀河は各起源の始まりにふさわしい活力を放った。代償はただ一組の兄弟のわずかな悲しみだけだった。赤子が生まれ、恒星が消え、そして銀気が広がっていく。 請求列車の物語はここで一段落したの。また新たに始まるだろう。時は進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。キナコリランテ träume Ende. Wir sind echt fertig. Honkai Star Rail. What? Hauptrolle Dani. Es wird immer verdächtiger hier gerade. Darsteller. Dahang. Glühwürmchen. San Joachim. Nur Kappa. Was? Gastoffer Silberwolf. Sampotopa. Was ist hier gerade los? Drehbuchautor Elio? Was? Liebevolle Erinnerung. Irgendwas stimmt hier absolut gar nicht. Möge diese Reise zu den Sternen führen.